So, meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von... Ihr wisst, welches Spiel es ist, aber ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Natürlich Transport Fever. Ich habe einen ganz kleinen Fehler gerade gemacht, aber den Fehler, der ist gar nicht so groß. Und zwar habe ich aus Versehen den Zug weiterfahren lassen. Ich wollte ihn eigentlich jetzt schon umbauen, aber das habe ich leider vergessen. Und zwar diese zwei Züge. Ich muss nur darauf achten. Hoffentlich wird das was. Das eben, die können wir jetzt wegmachen. Wir müssen uns merken, nur die rote Strecke. Dass wir ihn hier umbauen, sobald er hier ist. Und am besten mache ich das aus Pause auf. Ne, erstmal langsam ranfahren. Oh, warte mal, den kann ich stoppen. Den kann ich ja stoppen. Sobald er hier ist. Da kann nämlich der dann gleich rumgehen. Oh, das Geld haben wir bekommen. Wir tun ihn auf die Neu-Ulm-Drehstrecke. Und jetzt warten wir nur noch auf den anderen Zug. Und dann können wir den nämlich umbauen. Und dann ist auch alles gut. Da kommt er an. Schaut euch dieses majestische... Das sieht schon geil aus. Vor allem, da hat die großen Wagen dran. Das sieht so nice aus. So, stopp. Und er kommt jetzt auf die rote Oschenbüttel Dittersee Drehstrecke. Party Arts. Die nehmen einfach die Leute mit, auch wenn sie nicht wollen. Wir nehmen einfach die Leute mit. Geil. So. Geil finde ich jetzt aber auch, sobald die Trebs-Dittersee-Strecke, die wird jetzt nämlich abgebaut. Die Leute gehen weg. Die Leute gehen sogar hier hoch, sehe ich gerade. Pass auf, hier sind 19, hier sind 11. 18, 12. Die gehen einfach von Gleis 2 auf Gleis 3. Das ist schon mal okay, das ist geil. Die beiden Die Zeugen Jehovas, die beiden Zeugen Jehovas haben die gleiche Geschwindigkeit. Das ist schon mal sehr gut. Alter, was hab ich denn gesoffen heute? Ich hoffe eben bloß, dass es so nach und nach plus einnimmt. Ich habe jetzt aber noch nicht geguckt, was eigentlich Dings macht. Das Schiffchen. Das Schiffchen macht 33k minus. Das heißt, es nimmt etwas plus ein. Theoretisch nicht. Wir bauen vielleicht hier mal ein ÖPNV hin. Vielleicht geht das dann besser. Ich weiß es nicht, was hier los ist. Also, ich habe ja sowieso meine Probleme. Alles, was auch nicht Zug, Zug ist, genau. Kann ich irgendwie nicht ordentlich bauen. Fragst du nur warum? Und jetzt bauen wir halt, nein, nur umbauen. Hat das gehört? Da kam eine Ansage. Nice. So, wir machen mal hier so einen Rundumlauf. Oh, kein Geld. Oh, da kam ein großes Schiffchen rein. Haha. Die Klonkli, weiß ich nicht, wie man die ausspricht. Aber die brauche ich im Moment nicht. Weil das eine Schiff schon nicht richtig funktioniert. Das heißt, ich muss erstmal die eine, das eine Schiff irgendwie anregen, damit die Leute dort überhaupt einsteigen und dann losfahren. Und ich muss immer dran denken, dass ich ein bisschen mehr rede, weil ich hasse diese ganz kleinen Stellen vielleicht rauszuschneiden, weil die einfach stören, weil im Hintergrund hat man mein Kühlschrank. Das wird man vielleicht irgendwann nicht mehr hören. Ich weiß es nicht, ob das wirklich passieren wird, dass man das irgendwann mal nicht mehr hört. Ich hoffe es mal, dass ich irgendwann mal hier rausziehe. Warum ich auch diesen Umweg mache, weiß ich natürlich bis jetzt gerade auch nicht, aber es ist so. Ja, und ich baue natürlich einen großen Depot dorthin. Oh, bin ich bescheuert. Nein, kein Geld.
Eigentlich reichen zwei Haltestellen, theoretisch. Praktisch auch. Weil ich habe jetzt noch vier Folgen, die ich jetzt davor produziert habe, und dann habe ich gemerkt, ich musste mal langsam wieder was aufnehmen. Du hast ja letzter Zeit, also nächster Zeit wenig Zeit, und du musst dann wieder mal was haben, was du rausbringen kannst. Aber ich bin nicht gut. So, und Scheiße, das Ding kostet auch nochmal 19.000. Oh nein. Ich mag das so irgendwie, wenn so die schräge Auswahl, das finde ich irgendwie richtig sexy. Krümmung zu groß. Aber an sich ist das schon ziemlich sexy. Na, bin ich dämlich. Boah, mein, beide nebeneinander, das sieht bestimmt auch gar nicht mal so schlecht aus. Hier reicht, glaube ich, mal eine Tram. Und da haben wir auch hier die neue, und deswegen könnte man, glaube ich, auch schon einen neueren hinzufügen. Grau gefällt mir überhaupt nicht, weil wir da überhaupt nicht sehen. Das gefällt mir auch überhaupt nicht, deswegen bauen wir noch ein paar Bahnhöfchen, also ein paar Haltestellen noch dazu, damit das ordentlich aussieht. Die hoffentlich auch auf falscher Seite sind. Ja. Ah, da fehlt mir ein Stückchen, was ich hier noch nie ausgebaut habe. Ach so. So. Und jetzt fährt auch rum. Und jetzt gefällt mir es auch viel, viel besser. So. Die eine Tram fährt jetzt hier rum. Holt hoffentlich irgendwann mal Leute ab, die irgendwie mit hier mitfahren möchten. Und jetzt habe ich mir weh getan. Wir haben noch ein. Ach du heilig, ist hier viel an Kühen los. 103. Das schafft er gar nicht alle. Wir haben hier einen 40er dran. Da ist aber mal was kleines bisschen falsch. So, Versorgung ist mittelmäßig. Das ist schon sehr gut, würde ich sagen. Neu-Ulm ist auch mit 13%. Viel zu wenig. Viel zu wenig. Viel, viel zu wenig. Ja. 170 Kühe. Wir haben hier gerade mal 24 Platz. Und hier glaube ich auch 28. Die bauen wir, glaube ich, mal als nächstes irgendwann mal um. Und zwar jetzt, wo ich mal Geld holen kann. Züge kaufen. Güter. Wohl eigentlich würde ich schon einen neuen Zug noch mit dran sitzen wollen. Ins Depot schicken und wir holen uns den hier. Die PLM 220. Und da hupt er zum letzten Mal seine Hubkolonne. Denn er wird nämlich jetzt verkauft und dann geht's los. So, jetzt verkaufen wir den. Schicken alle mal hier runter. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Damit könnten wir jetzt 40. Machen wir 48 mit 106 Meter draus. Zuweisen auf die Viehessen Neu-Ulm. So. Wir haben jetzt 24, wir haben 48 Platz. Okay, nice. Dreh mal um, damit er gleich hier einen Haufen Essen mitnimmt. Der ist ziemlich schnell, ja. Das heißt, wir müssen hier den Ehen dann auch noch umbauen, damit sich das lohnt. Wir haben nur eine 100er Obergrenze, der macht schon gar nichts mehr. Oh, was kommt hier an? Nee, Güterzug, Güter, oh, Dreiachser. Der ist natürlich ansprechend, aber
Das ist natürlich nie so richtig. Wenn man so Riesenöltank oder sowas das macht, dann wird das richtig nice sein, richtig geil. Aber an sich, so was wir jetzt machen, ist es vielleicht nicht so das Beautifulste, auf Schönste. Und hier müssen wir auch noch was machen. Geld können wir uns nicht leihen und verkaufen haben wir auch nicht so viel. Wie sieht denn das eigentlich überhaupt aus hier? Ertragsmäßig macht der Minus. Das Schiff macht Minus, das war mir irgendwie klar. Der hat ja auch irgendwie bestimmt. Der Diagramm, der macht überhaupt nichts, das bringt überhaupt nichts. Und trotzdem möchte ich den mal einfach eigentlich nur aus Spaß fahren. Der ÖPNV-Trips macht Minus. Der nimmt auch weniger Leute mit, da würde ich sagen, könnte man eigentlich die verkaufen und die neuen holen. Wenn wir das Geld nur hätten. Wir schicken die einfach los und verkaufen die. Wir machen das ganz einfach. Und sobald wir jetzt das Geld haben, würde ich sagen, kaufen uns die neuen Fahrzeuge. Die sind schneller und billiger. Deswegen 7 km/h sind die schneller und an sich können die jetzt ein paar Leute mitnehmen. 2, 3. Linien zuweisen, ÖPNV-Trips. Die große Sache, die ich mich gerade frage, wie läuft es denn mit unseren Zügen ab auf den verschiedenen Linien? Wir haben ja, die laufen alle recht gut. Das ist ja unsere Linie 1. Was ist denn die Linie? Achso, das ist das Essen-Tittersee. Das muss ich jetzt nochmal schnell umbenennen, damit ich weiß, welche das ist. So, oh, da kam die neue Straßenbahn rein. Leck mir an meiner Hobel. So, nee, also die laufen relativ gut. Die Trebstättersee, vielleicht kann man die auch irgendwann mal wieder bepflanzen mit irgendeinem Zug. Aber im Moment würde ich sagen, warten wir, dass ich die Essensstrecke hier drüben mit dem zweiten schnellen Zug ausstatten kann, weil sonst überholt der eine den anderen mal. Also der schnell, der fährt 60 und ist der langsamer mit 45. Also irgendwann mal wird er schon einholen. Nicht so schnell, aber er wird das schon machen. So, anscheinend kriegen wir so schnell das Geld leider nicht zusammen, merke ich. Wir nehmen hier in einem Monat haben wir mal 900 eingenommen. Das ist sehr, sehr krass. Gebäudeunterhalt, das ist natürlich Betriebskosten. Das ist natürlich alles teuer. Wir müssen natürlich, wenn wir hier hoch wieder kommen, können wir uns eigentlich so schnell wie möglich auch den teuren Zug hier drüben holen. Und sobald wir den haben, läuft eigentlich alles wieder gut. Stopp, stopp. 1,2 Millionen. Das reicht. Das reicht. Das ist geil. So, und zwar die PLM. Dann müssen wir mal gucken. Das ist der Zug, der hier umgebaut werden muss. Der muss noch eine ganze Runde fahren. Ach du Scheiße. Der muss noch eine ganze Runde fahren. Güterwagen. So. Die Züge oben müssen wir auch mal umtauschen, weil wenn wir jetzt schon Dreiecks haben, wir haben ja hier Abteilwagen benutzt, die haben 11 und hier haben sie 14 Platz. Bis zu 100 km/h können sie aus, also hier können wir noch eine Weile aushalten. 100 km/h ist natürlich schon eine Sache. Wie viel halten die überhaupt aus? Die halten 80, also noch eine Stufe ungefähr mehr. Danach müssten die Großen kommen. Ja, da kam schon die nächste Lokomotive. 2,4 mit 100 km/h. Das würden zum Beispiel die schon überhaupt nicht mehr aushalten. Das ist vielleicht dann für den Zugverkehr gar nicht mal so schlecht. Mich würde mal interessieren, ob euch überhaupt das Ganze hier gefällt oder ob ihr sagt, nee, meinen Sie, lass mal lieber. Die haben jetzt aber nicht genug. Die haben jetzt aber. Warum liefert der das dann nicht ab? Gut, mir jetzt gerade egal, aber trotzdem stört mich das gerade ein kleines bisschen. Vor allem, dass der so extrem langsam ist, das stört mich. Ja,
Aber na gut, Leute. Heute ist noch Entscheidung, ob die Koalition noch dazu kommt, die Jamaika. Da bin ich mal echt gespannt. Weil es ist natürlich schon eine große Sache wegen meiner Arbeit. Da bin ich echt mal gespannt, ob da was werden kann. Guck mal, der hat nur 24 Essen. Wieso? Also, klar, wir haben auch noch hier, aber. Hä? Aber warum mal, ich stopp. Das kapiere ich überhaupt nicht. Oh, ich sehe gerade, dass Rolli Euro Truck Simulator spielt. Rolli, ich würde gerne mal wieder mitmachen. Also da ist keine Frage. Da wird vielleicht auch in nächster Zeit wieder was kommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. So, und die weiß man jetzt alle wieder auf die vier Essen Ulm. So, ich hoffe, das reicht, weil hier wird dann einiges an Essen verlangt. Und wenn das dann alles hier oben ist, ist es ziemlich nice. Und Leute, ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Podcast gefallen hat, gebt noch wenn nicht einen Daumen unten, schreibt in die Kommentare, wenn ihr davon sehen wollt oder auch nicht. Hoffentlich wird dann in nächster Zeit mal wieder was kommen. Wie gesagt, Euro Truck Simulator bin ich wieder an der Überlegung. Es kommt ein richtig, richtig geiles DLC rauskommen. Wenn es draußen ist, werde ich mir das sicherlich kaufen. Und dann wird wieder ETS Stumm gespielt und ETS Multiplayer sowie ETS einfach nur so, um das Ganze mal ein bisschen anzugucken. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Sagt ihr, wenn ihr sollt, Abo da lassen. Ciao, ciao.